Frau Präsidentin, lieber Timo A, liebe SPD-Fraktion, wir nehmen euch alle in die Verantwortung in der Frage. Alle 29 Abgeordneten und die gesamte SPD-Saar. Und ich darf jeden zu Hause auffordern, das Regierungsprogramm der SPD sich anzuschauen, Seite 28. Dort versprechen Sie den Saarländerinnen und Saarländern ein landeseigenes Förderprogramm im Bereich Wärme. Setzen Sie das um. Ich hätte heute ganz offen gesagt erwartet, dass entweder der Bauminister oder der Energieminister hier ans Pult treten und sagen, wir werden am Dienstag im Kabinett verabschieden ein landeseigenes Programm zur Förderung von Wärmemaßnahmen. Wir haben eine besondere Verantwortung im Saarland. Nirgendwo sind noch so viele Frauen und Männer im Eigentum wie im Saarland. Und das muss eben besonders gefördert werden. Ich fordere Sie auf, tun Sie das. In dieser Frage ist die SPD vielstimmig, aber eben auch untätig. Sie haben die Möglichkeiten, was zu machen. Es macht keinen Sinn, wenn der eine MdB sich hinstellt und was kritisiert, was die eigene SPD verantwortet. Tun Sie was. Einer in Berlin und der andere hier in Saarbrücken. Sie haben die Möglichkeiten, das zu tun. Halten Sie sich an die Versprechen aus dem Wahlprogramm.